Ich glaube, ein Interesse daran, eine friedliche Einigung zu finden, haben wir seit vielen Jahren gehabt. Zwischendurch ist der Streit in der Tat zugespitzt worden, ist eskaliert. Ich habe von Marcel Reich-Ranicki gelernt, manchmal muss man überspitzen, um verstanden zu werden. Und in dem Sinne, glaube ich, hat auch dieser Hilferuf gewirkt. Wir haben uns zusammengesetzt mit Menschen, die sich einander vertrauen. Und wir haben wirklich, glaube ich, eine sehr gute Lösung gefunden, die das System für beide Seiten stabilisiert. Was erwarten Sie jetzt konkret mit dem neuen Telemedienauftrag? Wie muss sich zum Beispiel Tagesschau.de verändern? Es geht nicht darum, Zeilen zu zählen, Prozentsätze aufzuaddieren, sondern es geht darum, dass es sich auf den ersten Blick um unterscheidbare Angebote handelt und dass jeder mit dem eigentlichen Fund wuchert. Das ist beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor allen Dingen bewegtes Bild. Das ist bei den Radiosendern vor allen Dingen das Audiosignal, Podcast. Und es ist bei den Verlagen vor allen Dingen das gesprochene Wort. Und wenn sich jeder auf seine Stärken besinnt, dann ist es auch viel leichter, mit den wirklichen digitalen Wettbewerbern zu konkurrieren. Vielleicht ist es für die ARD viel entscheidender, mit YouTube, mit Netflix und mit anderen Kurzform-Video-Angeboten in Zukunft zu konkurrieren, um junge Menschen zu gewinnen. Ich glaube, auch das wird durch diese Einigung jetzt erleichtert. Sie erwarten aber schon, dass sich ein Portal wie Tagesschau.de künftig anders anfühlt, in der Anmutung ein anderes ist? Einige sind ja schon voranmarschiert. Das ZDF ist seit langem schon in seinen Online-Angeboten so gestaltet, dass kein Verleger damit ein Problem hat. Das ist ganz klar, hier ist vor allen Dingen ein Bewegtbild-Player unterwegs. WDR und RBB sind auch schon sehr, sehr wichtige Schritte in diese Richtung gegangen. Also wir sehen ja, es bewegt sich was. Und natürlich werden auch andere Angebote innerhalb der ARD sich verändern müssen. Aber nochmal, das ist keine Bürokratenregelung, das ist eine journalistische Regelung. Wir wollen, dass die Menschen im Land optimal informiert werden. Natürlich spielt da auch geschriebenes Wort auch für Fernsehsender online eine Rolle, aber eben nicht dominant, sodass die Verlage keine Chance mehr haben, ihrerseits wirklich Abonnenten im Netz zu finden. Sie haben dann, wenn es Ihnen nach wie vor nicht passen sollte, die Chance, in eine Schlichtungsstelle zu gehen, letztlich, um hinter den Kulissen auch Bedenken anzumelden, bevor Sie vielleicht wieder zu Juristen greifen. Wie viel Zeit geben Sie den einzelnen Anstalten, Ihre Angebote jetzt zu überarbeiten? Wann aktivieren Sie die Schlichtung? Ich glaube, diese Schlichtungsstelle hat in der Tat eine ganz wichtige psychologische und faktische Rolle, weil sie immer überwacht, dass dieser Geist, den wir vereinbart haben, eingehalten wird. Darum geht es. Nochmal nicht um Bürokraten-Spitzfindigkeiten, sondern wirklich um diesen Geist, dass die Angebote unterscheidbar sind. Und ich denke, wir müssen Geduld haben, weil bestimmte Veränderungen brauchen Zeit. Aber wir dürfen auch nicht zu viel Geduld haben. Wenn man diesen guten Willen hat, dann kann man die Dinge auch relativ schnell und beherzt ändern. Wichtig ist, dass wir langfristig wirklich Medienvielfalt erhalten. Das ist im Sinne der Bürgerinnen und Bürger entscheidend. Ja? Der Wettbewerb der vielen Angebote ist immer auch im Streit um richtige Sicht der Dinge, um richtige Fakten, glaube ich, das beste Korrektiv. Wenn Sie nur noch ein oder zwei Medien haben oder eine digitale Plattform, die alles entscheidet, dann ist das eine furchtbare Medienlandschaft. Da wollen wir nicht hin. Ist das jetzt die Chance für eine neue Allianz gegen das Silicon Valley, gegen YouTube und Facebook? Also ich glaube, dass ARD, ZDF und private Verlage in Deutschland eigentlich schon immer sehr ähnliche Ziele hatten. Trotzdem wird jetzt auch nach dieser Einigung das keine Schmuseveranstaltung. Wir werden immer noch über die beste Geschichte, um die beste Geschichte streiten. Und das ist auch wiederum sehr gesund so. Aber ja, wir können an der einen oder anderen Stelle auch, glaube ich, Dinge gemeinsam machen. Wir können uns gemeinsam darüber verständigen, wie wir uns eigentlich gegenüber den amerikanischen Technologieplattformen aufstellen wollen. Wir können bestimmte medienpolitische Dinge gemeinsam durchsetzen und auch bestimmte Qualitäten gemeinsam verteidigen. Also ich sehe da viel Potenzial. Es wird keine Schmuseveranstaltung, aber ich glaube, professionelles Miteinander im Sinne eines gemeinsamen großen Ziels. Abschließende Frage. Von den vielen Intendanten, mit denen Sie in den vergangenen Monaten gesprochen, gerungen haben, wer hat denn am meisten sozusagen in Ihrem Sinne sich bewegt? Na, das sind in der Tat die drei, die hier auf der Bühne heute auch gesessen haben. Das ist Herr Bellut, der schon sehr früh mit dem ZDF einfach gezeigt hat, wie es geht. Und alle Verlage waren extrem glücklich darüber, dass er diesen Beweis angetreten ist. Er war der Vorreiter. Dann Herr Raue, der einfach sehr früh Brücken gebaut hat und gesagt hat, Mensch, wir haben gemeinsame Interessen, wir müssen uns nochmal zusammensetzen und auch ein paar gute konkrete Ideen hatte. Aber natürlich ganz entscheidend dann auch Herr Willem jetzt als Vorsitzender der ARD-Intendanten. Ich kenne ihn seit vielen, vielen Jahren. Wir hatten immer ein sehr gutes Vertrauensverhältnis. Der ist auch jemand, der über einen eigenen Tellerrand hinausdenkt und sagt, es gibt im demokratischen Gemeinwesen auch ein Interesse, dass private Verlage in ihrer Vielfalt weiter bestehen. Und ich glaube, in diesem Spirit, in der Konstellation, hat das jetzt eben funktioniert. Ich bin sehr froh darüber.